zurück zu UC Star Stralis. Ich bin deine Astrologin Cindy. Dies ist die Generallesung für Waage August 2016. Und es gilt auch für deine Sonne und Mond und Aszendent. Fangen wir an. Am 2. August, Mars fliegt rein in Schütze. Das ist deine dritte Haus. So, Mars wird für dich arbeiten. Das hat mit Kommunikation zu tun. Wenn du musst debattieren, Mars wird für dich super für dich da sein. Okay, weil Mars mag, er liebt zu debattieren und der dritte Haus hat zu tun mit Kommunikation. Ja, so wenn du brauchst diese Energie für einen Gesetzkurs oder so und du musst unbedingt debattieren oder mit einer Politiker debattieren oder so, dann das ist die Energie für dich. Aber sonst, wenn du willst nicht immer streiten oder so mit Menschen, der deine jüngeren Geschwister sind oder Nachbarn oder ja, ältere Menschen in deiner Nachbarschaft oder so, würde ich sagen, mach deine Mars- und Saturn-Mantras, diese Energie in Balance zu bringen. Okay, 2. August ist ein Neumond. So, das ist neue Möglichkeiten für die Liebe durch deinen Netzwerkkreis oder deine Freundschaften ausgehen. Entertainment. Geh aus und verbringe Zeit mit deinen Freundinnen und du könntest eine neue Liebe finden für alle, die Single sind. Okay? Am 5. August, Venus fliegt dann rein und Venus ist dort, während dieser Neumond. So, das ist super, super Energie. Okay, und dann haben wir, Venus ist, fliegt rein in Jungfrau, in den 12. Haus. Und das ist, wenn du bist schon in einer Beziehung, das ist super Zeit, irgendwo hinzugehen, ganz alleine. Ja, es ist eine super Zeit, auf ein Rendezvous zu gehen es wird diese Energie mit Venus ist du könntest Sachen mehr genießen, das hat mit einer anderen Kultur zu tun. Es ist eine große Möglichkeit, einfach irgendwo hinzugehen, wie eine Wellness oder so. So, 5. August für solche Rendezvous ist eine Möglichkeit. Am 9. August, Uranus redet hier mit Chiron. Du könntest einfach eine Überraschung bekommen mit deiner romantischen oder Geschäftspartner. Uranus geht rückgängig und ja, ich würde sagen, es könnte einfach Sachen, das hat zu tun mit täglicher Arbeit, tägliche Sachen, Kleinigkeiten hier, also wo du musst ja innerlich nachdenklich auch sein. Am 10. August, Merkur bleibt harmonisch mit Pluto. Das ist super Energie für ein Rendezvous zu machen, zu Hause Videos anschauen. Videos, das hat mit Spiritualität zu tun oder esoterische Filme oder so. Es ist sehr flirt, sehr ja, gute Energie, muss ich sagen, für Sex und auch so, um solche Sachen zu reden. Ja, und so der 10. August und der 17. August sind super Rendezvous-Tagen oder auch am Abend Zeit auszugehen mit jemandem, entweder
wenn du Single bist. Oder auch, es kann sein, dass Geheimnisse hier auftauchen. Das hat zu tun mit der Familie. Okay? Die Spiritualität, Geheimnisse auch könnte hier sein. Dann haben wir Saturn fliegt direkt am 13. August. Und wenn du hast Blockaden gehabt in deinem dritten Haus und Kommunikation und Internet, wenn du hast Schwierigkeiten gehabt mit Technologie und du hast keine Kurse gemacht oder hast nicht dich bemüht, deine Intelligenz zu erhöhen, das hat zu tun mit Technologie und Computers und so, dann Saturn hier will, dass du besser wirst mit Kommunikation, dass du ernst bist. Saturn hier will, dass du reifer wirst mit Technologie, Computers, Internet und Sprache und so. So, wenn du fliegst mit Saturn und machst mit, was Saturn will, dann ist die Schwierigkeiten dann gelindert. Und was hilft am meisten ist, wenn du machst die Saturn-Mantras. Okay? So, dann haben wir am 17. August, habe ich schon erzählt, schöne Rendezvous-Abend. Am 18. August ist es eine Lunar-Eklipse mit dem Vollmond in der fünften Haus. Wenn du hast in der letzten Zeit Schwierigkeiten gehabt mit jemandem, wenn du bist nicht in einer fixen Beziehung und du bist immer ausgegangen mit jemandem und es war ein bisschen wackelig, dann es ist möglich und ja, ich würde sagen, dann es kann zu Ende kommen hier. Weil Vollmond, entweder irgendwas kommt zu Ende oder irgendwas Neues kann hier anfangen. Und der Lunareclipse ist wie mit dem Vollmond, ist wie der Vollmond auf Steroids. Es ist 20-fach stärker. Du könntest jemanden hier kennenlernen. Es ist eine gute Zeit auch eine Lotto zu kaufen, ein Lotto-Ticket zu kaufen. Ja? Am 22. August, Sonne fliegt rein in Jungfrau, in den 12. Haus. Also Sonne ist am schwächsten in den 12. Haus. Es will, dass du regenerierst und das ist eine Zeit, wo du wie es mehr rücksichtsvoll sein mit der ganzen Welt in Isolation gehen. Das ist die Zeit, wo du könntest ein bisschen müde sein vor es wird dann in Waage und es ist deine Geburtstagszeit. Sonne in der 12. Haus ist es braucht einfach eine Regenerationszeit. Okay? So, einfach fließt mit dieser Energie, aber Merkur schon am Mitte August ist in dieser Schattenperiode, aber am 30. August fliegt Merkur rückgängig, so dass es Schwierigkeiten mit Technologie, Schwierigkeiten mit Kommunikation und weil es neben deiner Sonne ist, das hat zu tun mit Autoritätenfiguren und Vater, du kannst Schwierigkeiten in Kommunikation gehen mit Vater oder Autoritätenfiguren von Ausland. Okay? Wenn du willst das vermeiden, kannst deine Merkur-Mantras machen. Ja? Und es ist, wenn du zu Hause bleibst, dann alles wird okay. Aber es kann auch sein, dass du musst irgendwo hin gehen und wir müssen zur Arbeit, wir müssen hier und her gehen, aber einfach vorsichtig sein. Du könntest auch mit dem Boss Kopf zu Kopf kommen.
Ja, mit dieser Sonne in Jungfrau. Und so, dass wir Kuhmantras machen. Ich werde bald die Mantra-Videos machen. Okay, so das war die Astrologie für Waage, August 2016. Und das war nur die Generallesung. Du willst eine persönliche Lesung, zu wissen genau, wie dein Liebesleben ausschaut oder wie deine Planeten harmonisieren mit deiner romantischen Partners. Astrologie-Karte kannst mit mir in Verbindung kommen durch YouTube. Okay, wir sehen uns bald. Bis dann.